Unser Freund, der Nico. Ja, wir heißen beide Nico. Warum? Keine Ahnung. Und so dumme Eltern haben uns halt bei Nico getauft. Genau. So, wir spritzen... Halt ein beliebter Name. Wir spritzen erstmal wieder Mayo Morgana. War mehr Mayo Morgana. Du siehst auch alles schön, ne? Ja, ich ihn hinterherlaufe. Gut. Ja. So. Nicht. Also, wie gesagt, wir sind heute mal zu zweit. Und schon haben wir ihn auch schon besiegt. Ging auch schnell. Und mit dem letzten Part, da tat mir ein bisschen leid, dass die Mission 15 Minuten gedauert hat. Aber war eine blöde Mission. Das kann ich nur bezeugen. Jo. So, dann gehen wir mal Gummi in die Tür rein. Zack. Na, das war mal der Big Fail. So, zack, boom. Und da ist auch schon die erste Insignie für... Na, sag mal. Für... diesen Part. Ja. Yippie. Yay. So, sichern und weiter. So, und dann machen wir mal gleich. Oh, er hat ja noch eine Düse. Naja, wenn er die schon alle hat, dann holen wir sie uns. Das ist ja lustig. Dann gehen wir da gleich mal hin. Ja, ja, bevor wir in eine Welt gehen, müssen wir noch so viel Mayo Morgana machen. Ja. Wie immer. Ja, nervig. Es wird auch nicht spannender, sie zu besiegen, aber es muss gemacht werden. Ja. So, du kannst ja auch mal ein bisschen was über dich erzählen. Wie, was war zum Beispiel dein erstes Mario-Spiel? Oder deine erste Konsole? Keine Ahnung. Also meine erste Konsole, muss ich leider wirklich sagen, war die PlayStation 2. Okay. Die ich bis jetzt immer noch habe. Hm. Und mein erstes Mario-Spiel war Super Mario Galaxy 2. Das Spiel kann ich nur empfehlen, ist ganz lustig, auch wenn die Missionen nicht gerade aufwendig sind, aber ich finde die Grafik schön. Okay, wir haben es gerade geschafft, ihn zu besiegen. Okay, Super Mario Galaxy 2, wow. Okay, meine erste Konsole war die Nintendo 64 mit dem ersten Spiel Super Mario 64. Das habe ich auch für den DS gehabt bis jetzt, bis ich meinen DS geschrottet habe. Ah, du bist ja schlau. Ein 3DS? Nö, ne? Nein. Überleg ich jetzt. Ich werde auch wahrscheinlich nicht holen, weil ich habe jetzt schon bis jetzt alle Konsolen, die ich mag. Und auch gute Mario-Spiele. Mhm. Ja. Und die neue Wii? Was sagst du dazu? Kommt drauf an, wenn sie gut ist, werde ich sie vielleicht holen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ah, mal ganz gucken. So, was wollte ich denn jetzt machen? Genau, eine Insignie holen, auch eine ganz leichte. So, wir müssen einmal zum Leuchtturm hin, ne? Dann spritzen wir uns auf den Leuchtturm drauf. Wir hier oben sind. Und dann ist hier oben eine Platte mit einem Feuer drauf. Und dann machen wir hier oben jetzt eine... Mega-Stampf-Attacke! Uff! Und da ist auch schon die Insignie. Wie immer, ein schön gelber, großer Stern. Passiert gerade bei dir. Ist gerade hingeflogen, Nöne. Nee. Hab so viele Geräusche gehört gehabt. Na gut, haben wir die Mission auch schon mal. Na, Mission kannst du jetzt auch wirklich sagen. Ja, was können wir noch besprechen? Sag was. Das wird schwer. Ich würde sagen, du machst mal eine Mission. Sind ja auch eigentlich immer spannend. Ja gut, wir machen jetzt erstmal Mission. Dann machen wir erstmal eine Mission. So. Und falls mich einer sucht bei versucht bei YouTube zu finden. Nein, ich habe leider keinen Kanal. Account von draußen. Oder Account. Ja gut, brauchst du keinen Namen. Ich weiß noch nicht mal, wie ich den Part nennen soll. Super Mario Sunshine, Part Numero, keine Ahnung was. Und dann... Oh, wir spielen Kapitel 6, das Yoshi Karussell. Yippie. Oh, die Mission. Ach Gott, oh Gott, das kann lustig werden. Aber nun gut, wir gehen erstmal wieder in den Park rein. Bam. Leider kann man dabei leider Gottes keine Achterbahn fahren. Aber doch, man kann im Park Achterbahn fahren. Oh. Das konnte später noch eine Mission, Kapitel 8. Ah.
Wenn jemand das Spiel nicht kennt, habe ich euch jetzt leider gespoilert, aber tut mir leid. So, erstmal wollen wir vielleicht mal ein paar Hinweise sammeln. Und zwar, hier fehlt ein Yoshi an diesem Rad. Das heißt, wir holen uns einen Yoshi. Aber in einer bestimmten Farbe. Es gab lila und orange. Also welche Farbe brauchen wir? Da fragst du mich jetzt zu viel. Gut, Yoshi braucht eine Ananas, die holen wir uns mal schnell. Eine leckere, saftige Ananas. So, jo, kommt ist immer gut zum Mittagessen. So, Gott, Ananas. Guck mal, was erinnert dich dieser Baum hier? Und dieser, die Birnenfrucht da. Sieht das nicht lecker aus? Nee, aber es erinnert mich an einen Einwohner von Pizzale del Fino. Das kann auch gut sein. So, wir haben jetzt Yoshi, einen Orangenen zugleich. Das ist schon mal perfekt, dann brauchen wir ihn noch nicht umfärben lassen. Dann gehen wir mal gleich zum Karussell hin. So, wo ist es denn? Da. So. Und jetzt kommt wieder die lustige Welt ohne Düse. Wird keins lustig werden. Leider ist es nie so lustig, wie es aussieht. Hast du ja gerade gesehen. Ach Gott, das war immer ganz schön groß. Ich habe mir schon viele Parts von dem Nico angeguckt, wo er meistens diese Welten ohne Düse nicht sehr gut bestanden hat. Nee, das Scheiße, muss Block wechseln. Block wechseln. Scheiße, was soll denn der Käse? Scheiße. Und schon. Fast gestorben. Ach. Fast. Nein. So, was ist denn das hier für ein Käse? Man. Und schon mal wieder ein Leben verloren. Oh, ich hasse diese Mission. Oh Mann, ey. Ist doch echt zum Kotzen. Na, Mario, was machst du denn da? Kein Brandsprung, du sollst da hoch. Wie ging denn die Scheiße nochmal? Und zack und zack. Aber da wird nicht mehr. Och, meh. Was wir beide schon lange überlegen waren, ein Part mit uns beiden von Mario Kart Wii Online. Aber es wird wahrscheinlich wieder so ausgehen, ich bin in der letzten Runde vor ihm und er schießt mich in der letzten Runde mit einem roten Panzer ab. Ja, wir hatten schon mal ein Part aufgenommen, also nur ich, er hatte damals noch kein Headset. Aber, ja. aber das hatte ich gelöscht, weil wenn ich noch was rede, ist das irgendwie Quatsch. Ist doch nicht wahr, Mario, Mann. Habe ich mir auch endlich ein Headset gekauft, was ich finde auch sehr gut funktioniert. Mario, ich zwar gerade selber nicht, aber... Und er hat schon wieder ein Leben verloren. Was natürlich bei dieser Welt nicht das Neues ist. Ja. Aber wir haben ja noch 6 Leben. Och, Mann, ey. Manchmal kriegt man die Welten schnell rum, also die Missionen, und manchmal dauert das so lange. Vor allem bei den Welten ohne Düse, wie ich meine. Und schon ist das dritte Leben weg. Das gibt's nicht. Das ist doch jetzt so kotzen. Also, meine lieben Leute, die nachfolgenden Sendungen werden sich verkürzen. Oder kann länger dauern, bis sie kommen. Ja. Kommen wir nicht mal bei einem Part dabei, wird der Part direkt scheiße. Ich entschuldige mich bei Nikos, also Ninjoshi Tennis Zuschauern dafür, dass er dank mir so scheiße spielt. Aber ich werde wahrscheinlich bei dem nächsten Part, wenn ich hoffe, wieder dabei sein. Ja, und ich habe gerade wieder ein Leben verloren gehabt, wie du gesehen hast. Och Mann, ey. Was man nicht übersehen konnte. Meine Güte, das ist einfach die Mission. Die kann einfach sein, kann aber auch schwer sein. Entweder kann die Mission einen lieben oder nicht. Oh Gott, man geht den. Ich kenne, liegt sie dir meistens nicht. Doch, die Mission geht, die kann man schaffen ganz schnell. So, jetzt sind wir schon mal an der Passage hier. Und da wird er das nächste Leben verlieren. Ja, dann darf ich nochmal von vorne anfangen. Das wird wahrscheinlich wieder so passieren. Nee, noch nicht. Doch, hab ich Glück. Ach, zack, hier hoch.
Wandsprung. Ich muss mich einmal für einen kurzen Moment entschuldigen. Ich muss mir einmal kurz was zu trinken holen. Ach ja, soweit kann man auch früher machen. Meine Güte. Also wie ihr seht, Leute, wir sind alle sehr organisiert, würde ich mal sagen, nicht? Ich habe übrigens mein Getränkglas hier. Von daher, wenn der jetzt noch eins braucht, naja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall werden wir gleich die Mission schaffen, oder auch nicht? Komm, jetzt komm doch mal her, du scheiß Block. Oh, 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 Mann. Nein, scheiße. Ist doch zum Kotzen. Ach doch, jetzt ist er nicht dabei gewesen. Och, das hätte er sich doch so gerne angeguckt. Och, Menno. Also, liebe Leute, wir sind schlechter geworden im Spiel. Wir können uns ja den letzten Part nochmal anschauen, obwohl da gibt es im Grund schlechte Kameraführung. Und ja. Müssen wir das hier mal irgendwann mal schaffen. Ja. So. Komm, Mario, gib doch einfach dir mal ein bisschen Mühe. Und da kommt er wieder. Und da bin ich auch schon wieder. Kannst dir vorstellen, ich bin runtergefallen. Du kannst dir vorstellen, ich musste gerade nochmal die Yoshi-Blöcke nochmal machen. Ich bin runtergefallen. Was ich mir auch schon gedacht habe. Ja, da sind die es mal recht. Also, dafür braucht man kein Wahrsager sein, um zu sagen, dass du öfters mal runterfällst. Tja. Aber auch so ganz blöde bin ich runtergefallen. So, jetzt darüber. Perfekt. So, da ist schon die Insignia. Jetzt dürfen wir nur nicht mehr runterfallen. Na, geht doch. Gesammelt, eingesammelt. Bravissimo, na endlich, meine Güte. So, sichern und weiter. Ja, meine Güte. Das war eine Mission. Wenigstens haben wir schon mal 3 Insignien in diesem Part geschafft. Und ich würde vorschlagen, eine Mission machen wir hier drin noch. Ja, das finde ich auch. Eine Mission. Weiß auch, ich habe kein Limit. Von daher. Und zwar Park Fortuna. Ach, das Kapitel geht schnell rum. Mario Morgana im Park. So, die Mission machen wir noch schnell. Die ist einfach. Einfach Mario Morgana anspritzen. Und schon ist er wieder weg. Aber es wird ja noch eine Welt kommen, bin da auch noch eine sehr schlimme Mission. Ah, gut, wenn ich daran wieder denke. So, und da ist er auch schon wieder. Komm her, du. Springen, Mario, perfekt. Komm, Mario Morgana. Komm her. Sei brav. Lauf, Mario Morgana, lauf. Ich hab da nicht so gewinnen. Ich finde das fies. Die stellen sich so an, um dich mal zu besiegen. Aber du lässt ihnen mal wieder keine Chance. Komm noch her. Komm her. Oh, das ist was. Lauf. Oh, oh, das kann jetzt scheiße werden. Ich glaube, die Mission scheinst du nicht mehr zu schaffen, aber... Nein. Schaffen ja, aber wenn gleich jemand in die Konversation reinkommt und Skype, wird schlecht. Dann kannst du nichts mehr sehen. Ja. Wie lange läuft das Video jetzt eigentlich schon? Ich sehe das jetzt gerade nicht. Da unten steht auch Aufnahmedauer 14 Sekunden. 14 Sekunden. Genau, 14 Minuten und 5 Sekunden. Und so weiter. Wie lange soll noch dieser Part werden? Nur noch die Mission, ja. Achso, also noch 2 Stunden. Genau, 2 Stunden, Leute. Also, 2 Stunden, Leute. Ne, wir haben es schon geschafft. Nehmt euch für heute nichts vor, denn es wird lange dauern. Scheiße, du. Mann. Sonst bin ich auf dem Keks. Ey, ich werde jetzt noch sterben bei dir. Meine Güte. Und damit haben die Mission auch geschafft. Und ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt. Let's Play Super Mario Sunshine von mir, den Yoshitendo. Und bist auch wieder dabei? Vielleicht? Mal gucken. Also, bis zum nächsten Part und ciao. Ciao.